Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Teil des Webinars Wasservermahlbare Ölfarben. Und am heutigen Teil oder am heutigen, ja, im heutigen Teil geht es um Tonwerte. Diejenigen, die schon mal einen Kurs bei mir belegt haben, wissen auf jeden Fall, dass ich in der Regel meine ganzen Schüler mit dem Thema der Tonwerte natürlich quäle, weil ich das sehr essentiell finde. Und dementsprechend ist es eben so, dass ich dann natürlich auf dem Thema dann irgendwie auch sehr viel Betonung lege, und das werde ich dann heute in dem heutigen Abend dann euch auch versuchen so nahe zu bringen. Ansonsten hoffe ich, dass es gut funktioniert. Gebt mir einfach mal Daumen hoch, dass ihr mich gut hören könnt und dass alles tippitoppi ist. Also die Balken bewegen sich bei mir. Und ansonsten sehe ich schon im Chat, dass der Sascha ein fröhlicher Einpeitscher ist, was die Daumen hoch angeht. Da danke ich recht herzlich dafür. Denn ist es jetzt echt auch so, ob ihr es glaubt oder nicht, ich tue jetzt erst nochmal die Präliminarien wieder zum Besten geben, damit ich natürlich dann auch die Leute wieder einfangen kann, die jetzt langsam dazukommen. Und ansonsten muss ich mal kurz nochmal Refreshing machen. Okay, die Daumen gehen hoch, finde ich super. Und ansonsten möchte ich mich recht herzlich bedanken bei euch für eure Unterstützung und dass ihr natürlich dann auch immer so fleißig und tapfer dann im Chat dabei seid und so Anteil nehmt. Und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Weil wenn ich dann auch so sehe, wie im Chat miteinander umgegangen wird, wie hilfsbereit ist, wie auch zum Beispiel dann Fragen beantwortet werden, die ich dann manchmal vergesse, werden dann von anderen Chat-Teilnehmern dann auch beantwortet, und das finde ich total super. Also solche Sachen finde ich total klasse. Die andere Sache ist natürlich, alles tippitoppi, sehr gut, sehr gut. Und ich sehe nämlich auch wiederum, Sascha gleich packt einen Hammer auf. Also ich bin noch nicht fertig, Sascha, weil die Sache ist die, ich fange erstmal das Mal an und dann kannst du den Hammer auspacken. Und ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen funktioniert irgendwie. Es stockt, glaube ich, auch ein bisschen, so wie ich das jetzt sehe. Also ich hoffe, dass das nicht ganz so, okay. Das ist wahrscheinlich nur bei mir. Ansonsten möchte ich mich auch recht herzlich bedanken wiederum für die Unterstützung, die ihr mir zukommen lasst. Nämlich auch finanzieller Art, die dann irgendwie über diesen PayPal-Link in der Videobeschreibung dann auch geht. Denn das ist auch eine Geschichte, dass ich den Stream weiterhin so kostenlos aufrechterhalten kann. Und da danke ich natürlich recht herzlich dafür, weil es auch immer wieder Leute sind, die eben schon seit Anbeginn, seit letzten März einfach auch immer wieder teilhaben. Und so wie es ausschaut, wir sind noch gar nicht so weit, aber nächste Woche, da sind wir dann am 17. und da könnte man fast Einjähriges feiern. Das ist natürlich schon super, ne? Also unglaublich, unglaublich, dieses Durchhaltevermögen von uns. Und dementsprechend ist es so, wer zum Beispiel dann keine großen finanziellen Mittel hat, die er übrig hat, der kann mir natürlich dann auch aushelfen, indem geliked wird, kommentiert und geteilt. Natürlich auch, wenn der Video online ist, ist es super, wenn ihr dann die Filme auch kommentiert. Ich bin manchmal ein bisschen hinten dran mit den Antworten, aber ich versuche das dann immer wieder mal so turnusmäßig aufzuarbeiten. Also ich werde natürlich auch fleißig versuchen, die Kommentare dann auch zu beantworten oder wenn auch irgendwelche Fragen sind, diese dann auch wiederum zu beantworten. Ansonsten schaut es ganz gut aus. Okay, der Hammer ist für die grauen Daumen. Danke, Sascha. Ja, ansonsten freue ich mich, dass ihr alle so zahlreich erscheint. Also ich muss dann immer wieder mal darunter in den Chat schauen. Und seit letzter Woche habe ich ja auch am Samstag dann dieses Gemälde der Woche gestartet, wo ich dann eben wie im Dezember dann Werke aus meiner Kollektion versteigern werde. Und so wie es ausschaut, wird nächsten Samstag vielleicht sogar ein Bild kommen, das hier im Stream auch entstanden ist. Lasst euch überraschen. Also auf jeden Fall immer um 10 Uhr dann auf Facebook wird es gepostet und auf eBay dann versteigert. Und für 24 Stunden ist das Ganze dann online. Also da ist es aber auch so, dass ihr dann immer wieder dann auch Arbeiten sehen könnt, die ich natürlich auch teilweise eben vor vielen Jahren gemacht habe, die jetzt nicht mehr so direkt in mein Portfolio passen, aber nichtsdestotrotz eben auch mir ziemlich am Herzen liegen, weil ich in den letzten Jahren durch das Übersiedeln meiner Ateliers immer wieder das so gemacht habe, dass ich natürlich dann auch die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, das heißt, die Malplatten übermale ich immer turnusmäßig und die Leinwände, die
Entweder sie sind gut, dann übermale ich sie auch oder ich spanne sie ab. Also je nachdem, also die Keilrahmen. Also insofern, okay. Ja, der Jeanette sagt, Stefan war beim Friseur. Manchmal musste das sein, ne? Nachdem dann bei uns jetzt wieder die Friseure aufgemacht haben. Und ja, ansonsten, was? Oh cool, dann machen wir eine Zoom-Party an der. Wegen was wollt ihr eine Zoom-Party machen? Oder habe ich jetzt wieder was? Ja, der Stefan probiert. Diesen Robotertanz, das tut mir leid, das ist immer so stockt. Naja, wobei, jetzt schaut es ein bisschen besser aus. Also, wir kommen zum Thema. Wir sind jetzt auch genügend Zuschauer und dementsprechend, das ist das Thema, die Grauwerte. Also man kann natürlich noch mehr Abstufungen dazwischen machen, aber man hat natürlich dann jetzt hier bei dem hier, das ist etwas, was ich euch echt ans Herz legen würde, weil ihr da nicht wirklich so viel Aufwand habt. Das heißt, ihr habt weiß, schwarz und einen mittleren Grauton. Und ich habe hier mit einem Locher, habe ich dann so, habe ich Löcher reingestanzt. Und die helfen mir manchmal eben die Tonwerte zu checken. Werde ich dann auch nochmal drauf kommen, aber ich werde jetzt einfach erstmal Grundsätzliches einfach auch mal sagen, denn es gibt so einen Spruch und ich weiß es leider nicht mehr genau, wo ich diesen Spruch her habe. Also es muss irgendwie ein Maler, keine Ahnung, also es muss auf jeden Fall für irgendeinen Maler sein. Müsste mal rausfinden, also ich habe es dann auch vergessen, vorher nochmal zu googeln. Denn der Spruch heißt, die Zeichnung und die Tonwerte machen die Arbeit und die Farbe bekommt das Lob. Und das ist so eine Sache, dass natürlich viele Leute das Malen anfangen, weil sie natürlich auf Farbe stehen, weil Farbe einfach so was Sinnliches ist. Und wenn man dann hergeht und möchte natürlich so gewisse Erfolge in der Malerei erzielen, vor allen Dingen, wenn man auch sich der gegenständlichen Malerei dann anheimgibt, dann ist es eben so, dass es wichtig ist, die Tonwerte sich ranzuschaffen. Ich war jetzt gerade abgelenkt, weil irgendwie da ich zuck und wackel wahrscheinlich und so. Also ich hoffe, dass ich das dann irgendwie ein bisschen einspiele. Das tut mir echt wirklich leid. Okay, Zoom-Party zum Einjährigen. Das können wir natürlich machen. Okay, das ist eine gute Idee. Weil ich kriege ja immer den Chat immer ein bisschen zeitverzögert. Das heißt, ich blubber irgendwas und dann kriege ich dann irgendwie eine halbe Minute oder eine Minute später dann eure Antwort da drauf. Ja, genau, Max Headroom kenne ich. Stelio sagt Max Headroom. Doch, doch, das kommt immer drauf an. Also in diesem Sinne. Wenn wir nächste Woche mal drauf anstoßen, weil, ja genau, da sind wir dann ungefähr beim Einjährigen. Also, das heißt, ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, denn ich werde ein bisschen Theorie machen und die Demos heute sind relativ abgekürzt. Also das heißt, ich werde mich jetzt nicht irgendwie groß in irgendwelche Bilder verkünsteln und die jetzt ausarbeiten, sondern ich möchte die Idee der Tonwerte einfach auch rüberbringen. Und Sascha sagt, der Spruch kommt von der Konferenz vom Artist Workshop, genauer der Jutta. Okay. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also, denn weswegen die Tonwerte so wichtig sind, das ist, weil sie zwei Sachen erledigen, nämlich sie schaffen Plastizität, das heißt jetzt zum Beispiel in einem Kopf. Und Raum, das bedeutet der Kopf vor der Wand oder irgendein Baum in der Dimension. Und das bedeutet aber auch, dass es total wichtig ist, dass man sich Gedanken macht oder besser gesagt beobachtet, wenn zwei Flächen aneinander stoßen, wie unterschiedlich die im Helligkeitswert sind. Und jetzt ist es so, dass ich dann oft bei den Kursen so dastehe und für mich ist es dann ein Thema, mit dem ich mich natürlich schon ziemlich lange beschäftigt habe und red dann irgendwie von Tonwerten. Und wir hatten auch zum Beispiel in der Chatgruppe auf Instagram auch mal irgendwann diese Diskussion mit Tonwerte, Farbwerte und all diese Geschichten. Da wird es dann natürlich schwierig, weil dann hat man natürlich auch noch die englischen Begriffe dazu. Values, Chroma, Hue. Und dann noch die deutschen. Sind es dann Farbe, Tonwert, Intensität, Sättigung und all diese Begriffe, die wir dann irgendwie in der Malerei und in der Farbe dann eigentlich auch mit denen wir zu tun haben. Und dementsprechend ist es aber so, dass wir uns heute auf die Tonwerte konzentrieren und da versuche ich euch das klar zu machen, denn die Tonwerte sind die Grautöne in eurem Bild. Sprich, auch wenn ihr ein farbiges Bild habt, wenn ihr das Bild schwarz-weiß fotografiert, das sind die Tonwerte.
Denn jede Farbe an sich hat schon mal einen Grundtonwert und den kann ich natürlich noch verändern, indem ich die Farbe trübe. Also besser gesagt, naja, drüben ist natürlich so, ich würde jetzt mal sagen, von der Farbe grundsätzlich ist natürlich die dunkelste das Violett und das hellste ist das Weiß und das Gelb ist ein Hellgrau. Also das zeige ich euch dann auch nochmal. Und diese Tonwerte sind deswegen auch so wichtig, dass man das auch übt, weil diese Tonwerte, die schaffen die Gegenständlichkeit. Also sie sind einer der zwei bestimmenden Faktoren fürs gegenständliche Malen. Und der eine Faktor sind die Tonwerte und der andere Faktor sind die Kanten. Das heißt, wenn Flächen aneinander stoßen, wie weich oder hart diese Kanten sind. Und Christian S. schreibt, Farbe bekommt die Anerkennung, der Tonwert macht den Job von Jutta. Wer ist die Jutta bitte? Also könnt ihr mir mal erklären, wer die Jutta ist, veröffentlicht am 26. Juli 2017. Ich befürchte fast, dass das ein bisschen früher ist, dieser Spruch, ehrlich gesagt und so. Die Christine Eckert sagt, ich bin heute das erste Mal live dabei, habe in den letzten zwei Wochen vier YouTube-Videos gesehen, möchte mich herzlich mal bedanken. Die Videos von dir sind super. Dankeschön, freut mich. Danke für das Lob. Denn ich werde wahrscheinlich auch nochmal einen Abend machen, der sich um die Kanten kümmert. Weil das ist auch so eine Sache, die die Ölfarbe besonders gut zulässt. Also das heißt, in der Acrylmalerei ist die ganze Sache um einiges schwieriger zu erzielen. Und die Ölfarbe, die ist prädestiniert dafür, dass man eine Kontrolle über die Kanten hat. Wobei das natürlich dann, je weiter man in dem Bild ist oder wenn man auch zum Beispiel das Bild nicht ganz malt, hat man auch wieder die Schwierigkeiten, natürlich wenn man nass auf trocken malt, dann wieder das in diese Malerei einzubinden. Aber das sind dann wieder gesonderte Probleme. Die werden wir wahrscheinlich auch in den Abenden auch nochmal angehen, weil ich dann auch einige Bilder mal über mehrere Abende auch ziehen werde. Ne? Ah, Jutta von Artist Travel, die benutzt diesen Satz. Ah, okay. Ich glaube, der Satz ist älter, würde ich jetzt mal sagen, aber ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Ne? Vera Ziegelmeier schreibt, meine Schwester, die heißt Jutta, weiß aber nichts davon. Ja, Gratulation. Denn, und da komme ich natürlich jetzt langsam auch zum Ende meines Vortrages, denn in der alten Malerei, und das ist auch so eine Sache, ist der grundsätzliche Lernweg dieser gewesen, dass natürlich dann also eben bei den alten Meistern war das dann so, dass zum Beispiel im Barock oder noch vorher, war das so, dass du als junger Bub dann in diese Lehre gekommen bist, da warst du wirklich ein Kind und da hast du natürlich Handlangerarbeiten gemacht. Also das heißt, du hast geputzt, du hast aufgeräumt und irgendwann wurdest du dazu abgestellt, dass du natürlich die Materialien vorbereitest. Also das heißt, die Farben reibst, die Leinwände grundierst, die Leinwände bespannst. Also in dem Fall sind die jetzt nicht unbedingt auf Keilrahmen gespannt worden. Zum Beispiel bei Rembrandt gibt es dann so Bilder von aufgespannten Leinwänden, die in einem Holzrahmen eingenäht wurden, zum Beispiel. Und diese Sachen wurden dann von den Lehrlingen gemacht. Und parallel dazu haben die natürlich auch das Zeichnen angefangen. Also das heißt, das Erlernen der Zeichnung bedeutet eben, dass man die Konstruktion lernt. Und die Konstruktion ist in dem Fall dann Messen. Also das heißt, Messen bedeutet dann Winkel in Verhältnis zu stellen oder Längenverhältnisse in Verhältnis zu stellen. Und dementsprechend lernt man erst einmal die Konstruktion, das Konstruktive. Der nächste Schritt des Zeichnens ist dann an diese Konstruktion dann das Hell-Dunkel zu hängen. Also die Tonwerte. Und das wird auch in der Zeichnung gemacht. Also das heißt, bei den alten Meistern wurde so gearbeitet, dass es oft auf getöntes Papier war. Und man hat dann die Dunkelheiten gesetzt und hat dann die Lichter nochmal gesetzt. Also das heißt, man hat dann auch sehr, sehr klar dann hell-dunkel getrennt. Und diese Zeichnungen waren auch so, dass in den Zeichnungen auch die Plastizität geklärt wurde. Und sie wurden auch verwendet als Vorlagen für die Malerei. Denn tatsächlich sind dann die Bilder nicht unbedingt live nach den Modellen gearbeitet worden. Man hat natürlich dann auch in diesen Werkstätten den Vorteil gehabt, dass immer mal jemand rumgelaufen ist, weil halt so viele Leute dann in dieser Werkstatt waren, dass man halt immer jemanden zur Verfügung hatte, der ein Modell stehen kann. Wenn man jetzt eine Hand gebraucht hat und so. Und dementsprechend war das dann so, dass man
dass man natürlich dann gleich einfach auch mal nachschauen hat können. Wir haben den Vorteil, dass wir natürlich ein Foto machen können und da natürlich dann uns selber fotografieren können, wenn ihr jetzt eine Hand braucht oder so. Dann habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr dann, dass ihr da natürlich gleich mal schnell ein Foto machen könnt und habt dann da die Möglichkeit, euch zu behelfen. Der nächste Schritt in der alten Malerei war, dass man dann in Schwarz-Weiß gemalt hat. Also das ist jetzt wirklich sehr vereinfacht, aber wenn man jetzt zum Beispiel die altdeutsche Malerei oder die flämische Malerei hat, ist es so gewesen, dass eine Grisaille drunter war, also eine Schwarz-Weiß-Malerei, die dann mit Lasuren übergegangen wurde. Da war eben der große Vorteil, dass man Form und Farbe getrennt hat. Das heißt, diese Schwarz-Weiß-Malerei war die Form, die man dann etabliert hat, und da hat man sich dann eben auf die Plastizität und die Räumlichkeit konzentriert. Und dann, wenn man zur Farbe gegangen ist, da hat man dann auf die farbige Erscheinung gearbeitet. Hat natürlich auch damit zu tun, dass zu dieser Zeit diese Bilder prächtig wirken sollten. Also das heißt, es ging um die Schönfarbigkeit. Und sie hatten dann auch so ein bisschen so eine Tendenz zu einem Glasfenster. Eben diese Leuchtkraft. Und das war eigentlich der entscheidende Punkt, wie die gearbeitet haben. Und somit haben die natürlich auch was Geschicktes gemacht, dass die nämlich Form und Farbe getrennt haben. Das heißt, man hat sich dann auf das eine konzentriert und auf das andere. Deswegen würde ich euch natürlich auch nahelegen, dass ihr, wenn ihr ein Bild anfangt, dass ihr zum Beispiel zumindest eine Tonwertstudie in Bleistift oder Kohle macht. Weil das hilft euch einfach mal, euer tonales Konzept zu klären. Das ist einfach auch ein ganz entscheidender Punkt. Und deswegen ist es auch so, dass wir jetzt dann mal zu diesen Aspekten kommen, um die es mir eigentlich geht. Und bevor wir das tun, will ich noch kurz, weil die Christine nämlich im Chat gefragt hat, was ich denn für ein wunderschönes Bild an der Wand hinter mir habe. Hier, das ist ein relativ altes Bild, ich weiß gar nicht, von 2000 oder so. Ich gehe mal kurz aus dem Weg, dass ihr das scharf seht, weil zu der Zeit war das da so, dass ich dann auch einen ganzen Schwung an Karikaturen gemacht habe, und das ist in dem Fall der Leos Janacek. Ich bin auch nach Wien unter anderem gezogen wegen der Oper und bin dann viel in die Oper gegangen, und Britten und Janacek sind so meine Helden, und das Ganze ist in Acryl gemalt, und ich gehe mal kurz auf die Seite, weil dann steht die Kamera hoffentlich scharf drauf. Ah ja, sie sucht ein bisschen, aber ihr seht es schon, ne? Und das ist mit Acryl ist das gemalt, und das ist dann eben in relativ dünnen Schichten immer wieder übereinander gelegt und übereinander gelegt und übereinander gelegt, und dadurch wurde dann eben auch die Plastizität erzielt. Also das ist jetzt nicht richtig dick mit Farbe gemalt, und da habe ich einen ganzen Schwung an Komponisten, Karikaturen gemacht zu der Zeit. Also weil ich da meiner Begeisterung für die klassische Musik Ausdruck geben wollte, kann man sagen, ja. Mhm. So, ich schalte mal um, denn ich habe da was vorbereitet. Schon wieder Max Inzinger. Das heißt, ich lege mal den Zettel beiseite. Ich habe was vorbereitet im Hinblick darauf, dass ich euch hier nämlich zeigen kann, wieso dieses Grundprinzip ist. Denn wenn ihr jetzt die Realität seht, und das ist nicht die Realität, sondern eine Fotografie, und die Fotografie, die ist jetzt auch schon reduziert. Das heißt, eure Wahrnehmung ist um Vielfaches größer. Das heißt, ihr seht hier in dem unteren Teil so kleines Changieren von leichten Grautönen. Hier auf der Wange wird es ein bisschen, und wenn man das in Farbe sieht, ist die ganze Sache noch viel komplexer, weil dann haben wir hier noch ein bisschen an Bartschatten dran, die Lippen sind röter, dann die Stirn ist vielleicht ein bisschen gelblicher, die Ohren sind wieder röter, hier die Haare sind zum Beispiel weiß-gräulich, bläulich-grau, dann haben wir hier natürlich verschiedene Farben. Also das heißt, wenn ihr das in Farbe seht, ist das System natürlich noch um einiges komplexer. Und Dankeschön für das Kompliment. Und ich habe das auch immer so gehalten, dass ich das für die Porträtkurse dann immer so aufgedröselt habe. Denn wenn man jetzt diese Fotografie hier in den Photoshop gibt, und dann gibt es dann eine Funktion, die heißt Tonwerttrennung, und da kann man eingeben, wie viele Grautöne man haben möchte. Und diese Grautöne, die ich da jetzt eingestellt habe, waren genau 2. Und ihr seht, am deutlichsten ist eigentlich das Bild hier. Und besser gesagt, es verliert nichts. Denn ich habe jetzt hier in der Schwarz-Weiß,
also in der Graustufenfotografie habe ich hier das Glanzlicht und ich habe hier dann das Weiße im Auge. Das habe ich hier gar nicht. Und das Interessante daran ist, dass wir, wenn wir das betrachten, dass unser Auge das rein assoziiert. Und hier habe ich was gemacht, was ich auch beim Malen ganz oft mache, nämlich, dass ich mein Motiv in vier Tonwerte aufteile. Ich fange immer mit den Extremen an. Der dunkelste und der hellste. Das ist in dem Fall weiß und das ist schwarz. Und dann habe ich ein dunkelgrau und ein hellgrau. Und dieses dunkelgrau ist dann das hier draußen. Und der Photoshop macht das relativ brutal, aber es funktioniert natürlich. Und das ist eine Geschichte, die ziemlich wichtig ist, das dann auch so vorzugehen. Und das Prinzip will ich euch jetzt anhand von verschiedenen Motiven dann auch zeigen. Weil ich habe eben dann jetzt nicht nur Porträts und da ist natürlich dann die große Frage, wie weit ich komme. Denn auch zum Beispiel, um nochmal zu den Porträts zu kommen, ist es so, dass ich für meine Kurse mache ich das oft so als Übung, dass man das Motiv, das man hat, also egal welches Porträt man hat, dann erst einmal in Schwarz-Weiß malt und dann noch einmal in Farbe. Und die Übung, die wir dann machen, ist, dass wir dann mit dem Smartphone dann eine Schwarz-Weiß-Fotografie machen. Und wenn die Schwarz-Weiß-Fotografie gleich ist, dann hat man gewonnen. Und das sind jetzt so die Demos. Ich mache die jetzt mal relativ schnell durch. Das sind jetzt so die Demos, die ich jetzt irgendwie in den letzten Jahren immer wieder bei den Kursen gemacht habe. Das seht ihr ja. Und das Ganze zu beurteilen, macht ihr natürlich über die Augen zusammenkneifen. Na, wenn ihr das anschaut. Also das ist wichtig, dass diese Schwarz-Weiß-Übertragung so funktioniert wie die Farbe. Ja. Und es geht natürlich, und das ist auch wichtig, dass man zum Beispiel dann ein Motiv, das habe ich dann auch später dann groß gemacht, aber dieses Motiv, das habe ich erst einmal vereinfacht und habe geschaut, dass ich das, wenn ihr die Augen zusammenkneift, dass ich das möglichst in wenigen Tonwerten dann mal. Und hier habe ich dann auch was relativ, das will ich euch jetzt nicht vorenthalten, da habe ich es auch nochmal gemacht für den Kurs und habe dann aber in der Farbdemo habe ich dann auch nochmal geschaut, dass ich dann da so verschiedene Farben dann auch noch in die Haut reinmal, wo dann eben die Farbtemperaturen sich verändern, wo es dann kühler wird, wo es wärmer wird, wo es gelber wird, wo es violetter wird, wo es pinker wird und hier, wo ein Orange drin ist, wo der Grünton im Bad ist und solche Sachen. Ne? Also, und jetzt ist es so, ich habe da mal ein Video drüber gemacht, aber leider habe ich leider den Fokus vergurkt und deswegen ist dieser Video nie was geworden, weil ich habe ja mal ein Video gemacht, wo ich die Ölfarbe und die Acrylfarbe gegeneinander gestellt habe. Und da habe ich dann zweimal das gleiche Motiv gemacht, also in dem Fall den Mike Gressler, einen Karikaturkünstler, einen amerikanischen. Und dieses Bild hier, das ist in Acryl gemalt und das hier ist mit Öl gemalt. Ich wollte das einfach mal machen, dass ich mal zeige, wie der Unterschied dann auch ist, also wie unterschiedlich dann die Bilder wirken. Ja. Aber leider, wie gesagt, ich glaube, bei der Acrylmalerei ist der Fokus total daneben. Ich habe nur noch das Ölbild gut abgefilmt und das habe ich unscharf. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich da noch ein Video zusammenkriege. Das ist irgendwie die leichte Problematik. Es ist natürlich immer ärgerlich, wenn solche Sachen passieren. Kann das sein, habt ihr alle irgendwie diese Internetprobleme, dass es irgendwie stockt oder so? Sagt mir mal Bescheid. Ne? Also, weil für diejenigen, die das interessiert, ist es so, dass ich heute nur mit Weiß, Titanweiß und mit Elfenbeinschwarz malen werde. Also ich werde nur mit diesen beiden Farben malen und werde eben anhand von unterschiedlichen Motiven euch das einmal zeigen, wie ich da grundsätzlich vorgehe.
Und es ist auch so, dass ich hier jetzt zum Beispiel mal, da habe ich eins angefangen, weil das will ich jetzt einfach auch mal für den Stream dann irgendwann machen. Ich möchte nämlich einfach mal dann, da war es dann so, dass ich das leider in so ein kleines Format reingepresst habe und dann ist der Hut nicht mehr ausgegangen und habe ihn reingeschoben, was natürlich immer bescheuert ist, weil ich ihn eigentlich noch drin haben wollte und habe dann irgendwie Proportionen dann irgendwie völlig verändert. Aber war mir dann auch wurscht, ehrlich gesagt, weil ich habe nämlich auch ein Malmittel ausprobiert und habe hier eine Grisaille gemalt, das ist Umbra gebrannt mit Weiß, um dann später dann mit Lasuren drüber zu gehen. Das ist jetzt die Untermalung, die ist auch jetzt schon trocken, also das ist auch so sowas. Das heißt, wir werden jetzt hier diesen jungen Mann malen. Ich weiß auch nicht, mein Rechner äugelt wie verrückt und der ist halt gerade ein bisschen dezent überfordert und ich habe keine Ahnung, was es ist. Das tut mir wirklich leid. Läuft bei mir gut? Nein, alles gut? Okay. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ich habe noch mal einen Rucklingbeton. Okay, seit vor Weihnachten schon das generelle Internetproblem. Ja, ich glaube auch, dass das irgendwie so am Abend irgendwie alle Netflixen, aber das ist irgendwie so das Ding. Aber wenn ich jetzt mal, das wird jetzt nicht so schnell sein, da werdet ihr einfach nicht so hundertprozentig viel merken. Denn, was ich jetzt erstmal ausgehend, also wirklich auch von dem Motiv ausgehend, mache, dass ich mir überlege, wie viele Tonwerte drin sind. Kurz noch den Maluntergrund, den ich heute verwende, der ist unten in der Videobeschreibung drin. Der heißt Lana Vanguard. Das ist Universalgrund. Das ist eigentlich eine Plastikfolie. Ganz schräg. Also da kannst du mit Nasstechniken drauf gehen, ohne dass sich das wirft. Oder, also in dem Fall ist es Acryl und es ist tippitoppi glatt geblieben. Aber dieses Weiße, das ist so künstlich, dass ich eben auch wieder mit grauer Acrylfarbe drüber gegangen bin, um einfach den Ton ein bisschen zurückzunehmen und weicher zu gestalten. Und was ich bei der Vorlage dann jetzt mache, ist, dass ich mir von vornherein überlege, wie viele Tonwerte ich habe. Also das heißt, ich fange immer mit den Extremen an und das eine Extrem, das ich, besser gesagt, ein Extrem, das ich beurteilen kann. Also eigentlich, ich weiß, dass das hier schwarz ist und ich weiß, das da drin, das ist weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob es reines Weiß ist, aber es ist auf jeden Fall schon ziemlich hell. Das hier ist kein reines Weiß. Also das heißt, laut meiner Geschichte ist es dann ein Hellgrau. Ne? Und jetzt, wenn ich die Augen zusammenkneife, dann habe ich vier Grautöne. Also ich versuche besser gesagt, dieses Motiv in vier Grautönen zu machen. Und es ist der dunkelste Ton, schwarz, hellgrau, dann mittelgrau und ein dunkelgrau. Also das heißt, ich habe vier Tonwerte. Und ich kann das zum Beispiel auch so machen, wenn ich jetzt mal systematisch vorgehen möchte, dann kann ich das so machen, dass ich erst einmal hier das Weiß anlege, dann der nächste Ton, also besser gesagt, Entschuldigung, das in dem Fall ist es hellgrau, das ist mein lichter Ton. Ich habe jetzt ein bisschen schwarz drin. Und das könnt ihr auch immer ganz gut testen, wenn ihr gerade nach einer Fotografie arbeitet. Habt ihr den Vorteil, dass ihr das testen könnt, indem ihr es davor haltet und dann die Augen zusammenkneift. Und wenn ihr die Augen zusammenkneift, dann wenn die Spachtel in die Fläche übergeht, also die farbige Spachtel, dann habt ihr den richtigen Tonwert erst einmal. So, nächste Stufe ist dann der Tonwert. Und ich versuche auch genügend Farbe anzumischen, dass ich jetzt nicht während des Malens dann noch mich ausbremsen muss beim Malen. So. Ja, ein bisschen noch. Ich habe das jetzt am Hut getestet, also an dem roten Hut. Und die große Schwierigkeit ist ja auch immer bei diesen Schichten, dass man ich muss mal schauen, ob das passt, aber es müsste eigentlich passen, ne? Ja. Ja, alles okay. Ups, ui ja, fast runtergefallen.
So, und das nächste ist dann der dunkelgraue. Da hole ich jetzt auch gar nicht, da lasse ich die Malspachtel dreckig. Man muss aufpassen, weil nämlich dieses Weiß super, super dominant ist. Also dieses Titanweiß färbt mir oder bringt den Tonwert immer ganz, ganz leicht nach oben. Also leicht in dem Fall, stark in dem Fall. Nicht leicht, sondern halt eben relativ schnell. Wenn ich hier jetzt stark aufdrücke, sieht man hier hinten, dass ich hier das Weiß habe, das Hellgrau. Und je mehr ich hier aufdrücke, desto mehr kriege ich von dem Weiß rein. Und das ist jetzt die Farbe, die ich dann nochmal testen muss. Die kann ein bisschen heller sein. Und da habt ihr wirklich die Möglichkeit, und das würde ich euch auch raten bei der Übung, dass ihr diese, also ich bin kein großer Freund des Vormischens von Farben, aber der Vorteil ist jetzt in dem Fall, und besser gesagt, das Lernziel ist auch, dass dass ihr bei diesen Farben bleibt. Also das heißt, dass diese Farben, die ich da jetzt gemischt habe, dass ich die durch das Bild durchziehe. Ja. Okay. So dann, das heißt, jetzt geht's los. Denn was ich auch mache, wenn ich die Vorzeichnung anlege, es ist, wenn ich dieses Hellgrau nehmen. Da seht ihr, dass ihr es nicht seht. Und bei der Vorzeichnung ist es so, dass ich jetzt nicht die Farbe einfach mit Wasser oder zu stark mit Wasser verdünne, sondern ich nehme einen Tonwert, der ein bisschen dunkler ist. Und wichtig ist auch, dass ihr diese Studien nicht allzu groß macht. Also das heißt, dass ihr dann auch nicht in die Verlegenheit kommt, euch zu arg in die Details zu verlieren. Ne? Und der andere Vorteil ist, wenn ich jetzt die Proportion zum Beispiel wie auf der Leinwand, ne, wenn ich die Proportion dann verhau, dann habe ich den Vorteil, dass ich hier noch einfach Raum nach oben habe. Seht ihr das? Das heißt, ich kann dann, wenn ich das jetzt noch höher machen möchte, habe ich dann eben den Vorteil, dass ich die Proportion dann noch verändern kann. Das heißt, ich schaue jetzt, wo ist dann der Negativraum da, ne, der Abstand hier zum Rand, ne, da. Also das heißt, dieser Negativraum ist ziemlich wichtig. Ne? Das heißt, ich habe jetzt, da habe ich dann die Augen, die Nase, den Mund, ne, hier ist das hier, dann habe ich hier diese Haare. Ne? Wobei, wie gesagt, ne, ihr wisst es sozusagen, ich bin da manchmal natürlich echt ein bisschen schlampig hier, weil ich dann auf Tempo mache und natürlich auch ein bisschen angeben will hier. Ne? Was für ein wahnsinniger Maler ich bin. Wie wahnsinnig ich bin. So, ne? So, und auch wieder hier, da. Ja. Und was ich dann mache, ist auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Zeichnung mache, mal schauen, dass ich jetzt keine Bleistiftzeichnung mache, sondern einfach mit dem Pinsel das dann schon drauf gebe. Ja. Und so. Und wichtig ist aber, dass diese Farbe jetzt ziemlich verdünnt ist.
Weil wenn die nicht verdünnt ist, dann habt ihr ein Problem, wenn ihr jetzt das Schwarz drauf malt. Und wenn ich zum Beispiel, wenn ich es jetzt richtig malen würde, und also besser gesagt, wenn ich jetzt keine Studie machen würde, sondern ich würde jetzt versuchen, das Ganze weiter zu tragen, dann nehme ich den nächst dunkleren Ton. Das, für die, die schon mal zugeschaut haben, die wissen, dass ich mache das dann manchmal im Farbkreis, dass ich dann dunkler werde. Aber hier mit dem Grau kann ich es auch machen. Und dann suche ich mir die richtigen Farben, die richtigen Formen, suche ich mir dann in meinem Bild. Und das funktioniert so, wie wenn ich jetzt Bleistift zeichnen würde. Und korrigiere dann auf die richtigen Linien, die ich dann auch entscheiden möchte. Aber dieses Detail, das ist mir jetzt eigentlich für die Tonwertstudie total gar nicht, also ist mir nicht wichtig, weil ihr werdet sehen, sobald ich jetzt die Farben reinmal, kann ich jetzt hier Augen und das ganze Zeug reinzeichnen. Das ist eigentlich im Endeffekt nur dafür da, dass ihr euch selber auskennt. Und da solltet ihr das dann auch so halten, dass ihr das so genau macht, wie ihr mögt. Oder wie ihr braucht, das ist die andere Frage. Das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt. Super. Die Zwinge wackelt schon. Okay, nehme ich doch. Also. Und mit was ich jetzt auch anfange, das ist. Wo ist der Pinsel? Ja, genau, nehme ich den. Ich fange mit den zwei Extremen an. Also das heißt, ein Extrem, und da ist es jetzt so, dass ich auch kein Malmittel verwende. Und bei dieser Vorgehensweise schaue ich, dass ich meine Flächen so schnell als möglich reinsetze. Und je nachdem, wie fit ihr mit dem Zeichnen seid, könnt ihr ja auch hergehen und das jetzt auch nicht ganz so super genau nehmen und dann noch im weiteren Verlauf dann nochmal die Zeichnung klären. Grundsätzlich versuche ich, so schnell als möglich zu malen. Also das heißt, so, wenn ich die Grundzeichnung und die Grundproportionen habe, versuche ich so schnell als möglich die Flächen reinzuzaubern. Und die fortgeschrittene Betrachterin unter euch, die sollte natürlich auch feststellen, dass das Erste, was ich mal, natürlich logischerweise dunkler ist und das ist in dem Fall jetzt hier auch der Hintergrund, aber es ist trotzdem so, dass da ist es auch noch, ups, das ist die Silhouette. Und die Silhouette ist so super entscheidend für das Bild. Und dadurch, dass ich jetzt in Schwarz-Weiß mal, muss ich jetzt gar nicht groß mit vielen Pinseln rumeiern. Ne? Das ist jetzt so auch die Sache, dass ich zum Beispiel hier den Pinsel, den muss ich gar nicht mehr auswaschen, sondern ich kann einfach nur mal ausdrücken und so. Ne? Das heißt, vom Prinzip her wäre es, wobei das sieht man jetzt gar nicht. Also das ist so. Das seht ihr, es ist eigentlich relativ sinnlos, das Ganze so zu machen. Das bedeutet, ich gehe jetzt eben so vor, dass ich dann einfach vom Dunklen zum Hellen mich male.
Auch hier, wenn ich da jetzt reinmalen würde, ist es zu mühsam, weil ich dann, es kommt drauf an, aber ich muss ja dann drumherum malen. Das ist natürlich die große Schwierigkeit. Eine andere Sache, die ihr natürlich auch gut erkennen könnt, ist, dass die Schatten die formbestimmendsten Flächen sind. Und jetzt kann ich es auch wieder entscheiden, ob ich jetzt zum Beispiel das Oberteil, ob ich jetzt zum Beispiel diese Farbe hier reinmal. Ne? Was ich wahrscheinlich machen werde. Das heißt, ich Und ich muss mich immer entscheiden, wo meine Farbe aufhört. So. Also ich mache den Pinsel nur sauber. Und drücke auch nicht mehr auf beim Mischen. Seht ihr es? Also sobald ich aufdrücke, kommt die Farbe hinten raus. Wobei aber... Oh, da war's. Und hier. So. Es ist relativ wichtig, dass man keine Blitzer stehen lässt. Die Blitzer sind oft irritierend, weil wenn dann sowas rausschaut, dann ja, ist man da ein bisschen irritiert. Wenn mir die Farbe zu zäh ist, gebe ich ein bisschen Malmittel rein, aber nur ganz minimal, nur dass ich es gut rausmalen kann. Und je einfacher ihr euer Bild auffasst, desto leichter tut ihr euch dann eben in dem Gesamten, dass ihr dann und was echt auch so, was ich da euch zeigen möchte, ist, dass es gar nicht darum geht, dass das Ganze super, super fesch sein muss. Also es muss jetzt nicht. Hier ist das reine Weiß. Ne? Da und da. Ne? Das heißt, das tonale System ist jetzt festgelegt in dem Bild. Also das heißt, dass ich jetzt mein Bild... Eigentlich jetzt dann, in dem Fall kann ich das jetzt so lassen. Also das heißt, wenn ihr das üben wollt, habt ihr die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel dann das so malt, dass ihr jetzt einfach auch gar nicht groß weiterarbeitet. Ne? Gibt es da irgendwas, wird immer noch über Musik diskutiert, Manowar? So. Und nur damit das Ganze dann ein bisschen lustiger ist, zeige ich euch, dass ich grundsätzlich so vorgehe, dass ich mich da jetzt in der Grundproportion und ich schaue es mir jetzt mal an in der Verkleinerung. Ich habe das auf dem Bildschirm und da ist es so, da seht ihr, das stimmt vielleicht da drüben, das Helle, aber das Helle ist zu weit rüber gegangen. Und dementsprechend male ich nochmal über diese Flächen drüber und mache den gleichen Weg
Und das, was ich dann jetzt mache, ist, dass ich auch die Zeichnung verbessere. Und das ist, wäre auch wieder diese Geschichte der Kanten, dass ich jetzt während des Malens, wenn ich jetzt dann, wenn sich die Farben vermischen, seht ihr das? Dann wird von dieser relativ blockigen Malerei, wird das Ganze um einiges homogener. Und der andere Vorteil ist, dass ich es viel besser beurteilen kann. Und der dritte Vorteil ist, dass jetzt, wenn ich jetzt mit der einen Farbe in die andere reinmale, dass dann Mischtöne entstehen. Und durch diese Mischtöne verliert es dieses Posterhafte. Das seht ihr jetzt schon eigentlich bei dieser schwarzen Farbe, die ich jetzt da drumherum gemalt habe. Und wichtig ist, dass ihr dann die Oberfläche nicht zu Tode streichelt, sondern dass ihr auch immer wieder schaut, dass ihr ordentlich Farbe drauf malt. So. Also auch wenn mein Pinsel, der hat jetzt einfach zu viel Weiß drin gehabt. Zu viel Farbe aufgenommen hat, dann wische ich ihn erst einmal im Tuch ab. Ja. Nächste Farbe wieder. Ich gehe jetzt dann auf das Dunkelgrau ein und da sehe ich, dass ich zu weit rüber gekommen bin. Und das, was dann so schmierig ist, seht ihr, das verändert sich dann, sobald ich auch nochmal weiter mal und nochmal mehr Farbe drauf mal und mich auch festlege mit den Formen. Und das muss ich dann jetzt entscheiden. Also jetzt wird es natürlich ein bisschen heikel. Das kann ich euch jetzt gleich zeigen, was da passiert. Ich habe jetzt zwei Grautöne. Und wenn ich jetzt den hier nehme und da rein mal, ich muss es entscheiden, ob jetzt der hier besser passt. Für bestimmte Sachen. Und scheint mir, dass ich mich heute konzentriere. Huh? Nicht so viel Fasel. Und immer wieder, wenn nichts passiert, wieder zur Palette gehen und neue Farbe nachholen. Und dann kann auch die Formen immer wieder verbessern. Und die Kanten. Das ist die nächste Geschichte, um die es geht. Hier zum Beispiel, da habe ich dann immer ein bisschen so diese Haare, die so runtergehen, die habe ich ein bisschen ignoriert.
Und ich nehme jetzt den nächsten Grauton. Noch nicht ganz. Und korrigiere diese Flächen noch mal. Zu hell. Ne? Was auch dann entscheidend ist, ist, ich habe jetzt den dunklen Ton und den hellsten Ton. Und was dann hilft, ist dazwischen einen Zwischenton zu setzen. Eben aus diesen Tonwerten, die uns da zur Verfügung stehen. Und dann könnt ihr das schon ganz gut beurteilen, ob das Ganze einigermaßen hinhaut. Also mir geht es jetzt nicht so sehr darum, dass ich mir jetzt total in diese Porträtähnlichkeit reinbohre, weil dafür habe ich es auch zu klein gemacht. Also dieses kleiner Malen hat dann den großen Vorteil, dass man nicht so sehr ins Detail gehen kann. Also da wäre es. Und da ist dann auch immer die Frage der Halbtöne, ob man die jetzt reinmalt, ob man die jetzt reinmalt oder und durch diese Vermittlung dieser Töne seht ihr schon, dass das eine Weichheit bekommt, das Bild. Das heißt, jetzt so irgendwie der zweite Zustand, der hat das ganze Bild schon umkippen lassen. Das ist eigentlich so weit, wie ich das ganze Bild eigentlich bringen wollte. Also mehr wäre jetzt eigentlich auch so, dass es eigentlich eher kontraproduktiv ist, weil Sinn und Zweck der Übung ist, wenn ihr zum Beispiel das auch machen wollt, dann würde ich euch echt empfehlen, euch eine Zeit zu geben, eine Zeitvorgabe. Ich habe jetzt leider nicht auf die Uhr geschaut, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange ich jetzt gebraucht habe für dieses Bild. Und ein totes Auge. Ja. Also, das heißt, damit lasse ich es jetzt auch gut sein. Chakalaka. Und ihr seht, es ist eigentlich immer nur so ein bisschen so die Farbtöne hin und her schieben. Und dann die Kanten. Ne? Das ist so die andere Geschichte. Ne? Mhm. Okay. So. Numero uno. Ne? Ich will heute nämlich Masse statt Klasse machen. Also falls es irgendwelche Fragen gibt, dann stellt sie jetzt oder schweigt für immer. Ich schaue mal in den Chat, aber ich glaube, da gibt es irgendwie so eine, da gibt es zum Beispiel Avopert-Diskussionen, Zink- oder Titanweiß-Diskussionen, also die habe ich auch noch nicht geklärt für mich. Zink und Preußischblau harmonieren nicht wirklich. Okay, also, das heißt, gibt es, ich gehe mal im Chat einmal hoch. Ah, da, Stefan, die Rita fragt.
Du hast dich auf 4 Werte beschränkt. Warum? Es sind viel mehr Werte vorhanden. Hättest du auch 5 oder 6 Werte nehmen können? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, das ist die super-duper Frage, weil grundsätzlich 5 ist das höchste an Tonwerten, das ich habe. Wenn es in Farbe umgesetzt wird, dann ist es ja so, dass ihr ja oben beim Hut und unten bei der Jacke den gleichen Tonwert habt. Aber es ist eine andere Farbe. Das heißt, wenn ich das jetzt in Farbe malen würde, dann würde die Sache anders ausschauen. Grundsätzlich geht es eben darum, sein Motiv so stark zu vereinfachen, wie es nur geht. Also das heißt, wenn ich mit noch weniger Tonwerten zurechtkomme, dann ist es sogar noch besser. Das ist auch eine Sache, die wichtig ist. Ne? Okay. Okay. Also da ist eine Maltechnik-Diskussion gerade am Gehen. Trockenzeit war eine Ewigkeit, okay. Also keine Fragen, nur Staunen. Ja, also ihr habt jetzt gesehen, also das eine ist jetzt so, dass man echt mit relativ viel Tempo auch dieses ganze Bild dann so hinkoffern kann. Also das ist jetzt gar nicht so die Sache, die... Wo es halt auch jetzt dann drum geht, dann diese Tonwerte dann anzugleichen und zu differenzieren. Das Interessante daran ist, ihr braucht gar nicht verzweifeln am Anfang, weil, ich habe den Hut ein bisschen aufrechter gemacht und so, aber wie gesagt, bei der Zeichnung war mir das jetzt echt ein bisschen wurscht. Ich rede mich immer wieder raus, aber ihr mögt mir verzeihen. Das nächste ist, ich mache mal eine ist irgendwie Comiczeichnung, wenig Farben, Tonwerte, auf, das löst sich doch durchs Überblenden etwas auf. Ja, das, also durch das Vermalen lösen sich die Tonwerte, also wirkt es nicht mehr so stark, aber das Grundkonzept, oder besser gesagt, das tonale Grundkonzept, das habe ich immer beibehalten. Ne? Also das muss man auch sagen. Also ich habe das tonale Grundkonzept beibehalten. Also das heißt, an den Stellen, wo ich von vornherein diesen hellsten Ton gelegt habe und den Mittel, also die anderen Töne, ist es einfach so, dass ich dabei geblieben bin. Genau, Sascha, illustrativer Stil halt so, eine Tonwertstudie. Ja, genau, da ist es. Also das ist so, die Amerikaner sagen auch Poster Study dazu. Also das ist auch so eine Geschichte, ne? Also, aber ich kann euch jetzt, während ihr, falls ihr Fragen habt oder so, kann ich euch auch nochmal, die Motive zum Besten geben. Nämlich, ich zeige euch mal, was ich hab und ihr könnt mir reinschreiben, was eure Präferenz denn ist. Also ich mache nochmal die Staffelei. Dann habe ich hier eine Szene aus Toronto, die ich machen kann. Also das heißt, na, Toronto-Szene. Das lege ich mal beiseite. Dann habe ich Venezia mal wieder. Ups, da. Ne? Und eine Scheune in Kärnten. Da könnt ihr jetzt sagen, wo jetzt eure Präferenzen hingehen. Denn in der Zwischenzeit kann ich euch was kurz zeigen. Nämlich, schreibt es mal bitte in die Kommentare rein, was ihr sehen möchtet. Denn ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Vorlage, die super problematisch ist, weil wenn ihr nämlich die Augen zusammenkneift, also das ist wirklich auch super gut zu sehen jetzt auch im Fernseher, wenn ihr die Augen zusammenkneift, ne, dann seht ihr seinen Kopf nicht mehr, weil sein Kopf und die Schultern gehen von den Tonwerten total in dem Bild unter. Und auch zum Beispiel die Bank, das Interessante daran ist, bei der Bank, die geht dann auch mit dem Boden unter. Also das heißt, dass es so ist, und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass die Farbigkeit im Bild im Boden wieder sich widerspiegelt und dann aber auch in seinen Haaren und dann nur die Ohren so rausleuchten. Bist du fertig? Venedig, Venezia. Ey, was habt ihr für ein Problem? Wahnsinn. Ich bin schockiert. Okay, Venezia, la 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 la. Ja,
Ja, ich glaube, das mit den Scheunen ist einfach irgendwie so dieses Ding, ne? Okay, also es schaut ein bisschen danach aus, also weil die Christine ist die Toronto-Scheune, eine Scheune, Scheune, Venedig, okay. Ich mache Venedig, da tut er mir echt wirklich einen guten Gefallen, da danke ich recht herzlich. Weil, okay, Kärnten und Scheune, Scheune in Kärnten. Okay, schaut gut aus. Das heißt, ich mache Venedig und Toronto ist auch relativ schwer. Ich schau mal, dass ich jetzt noch Tempo mache und dementsprechend machen wir, ist es auch so, dass ich jetzt als allererstes, bevor ich das Bild anfange, mache ich mir immer Gedanken drüber. Ups. Achso, falls es jemand interessiert, ich habe so ein von Schwan Stabilo habe ich so ein All Stabilo und mit dem mache ich manchmal mein Raster auf meine Folien und dann kann ich das relativ problemlos wieder dann, seht ihr das, entfernen. Und dieser Stift, der malt auf allem. Das ist super, ist das Zeug. Ne? Ja, Christine, du hast recht. Schade, Toronto wäre am schwersten gewesen. Ich kann es aber auch machen, ehrlich gesagt, weil eigentlich Toronto ist natürlich dann diese Geschichte, die deswegen natürlich auch ein bisschen hinterhältig ist, weil es nicht so klar ist in den Tonwerten. Die anderen sind klarer. Das ist jetzt um einiges klarer. Ne? Die Clara Schumann. So, Venedig war von den Tonwerten her das Einfachste. Mit dem fange ich an und dann glaube ich, müssen wir mal schauen. Also Toronto könnte es werden. Okay, also ich mache jetzt Tempo. Weil bei dem ist dann auch nicht so wirklich so viel da. Also, ups. So, das heißt, ich mache das jetzt mal. Warte mal, ihr seht es, ne? Ja, genau, ihr seht es schon. Ne? Ich mache das jetzt so. Weil ich mache jetzt einfach nur. Ich mache das jetzt noch einfacher. Vor allen Dingen ist es so klein. Oh, der ist so hoch. Da ist die Tür. Ja. Also das ist dann, also wenn ich jetzt Tempo machen will, dann koffer ich halt die Formen drauf und mache halt ein bisschen guerillamäßig das Ganze. Also so. Ob das jetzt also. So. Und das ist jetzt meine Zeichnung. Die mache ich jetzt gar nicht, weil ich möchte schauen, dass ich jetzt wirklich dann noch in der Schlusszeit, also dass ich jetzt nicht 2 Stunden rummal, sondern. Sascha, 1 plus für Annettes Vorschlag. Was war der Vorschlag von der Annette? Gute Idee. Wo ist der Annette-Vorschlag? Jühle-Lücke. Toronto ist bestimmt gar nicht so leicht mit einer recht ähnlichen Fassade. Das mit dem Mann finde ich auch interessant. Was? 1 plus für Annettes Vorschlag. Was ist denn da der 1 plus Annettes Vorschlag? Ich finde es nicht. Könntest du nochmal reinschreiben, was der Vorschlag von der Annette ist, der 1 plus ist, wo alle dann sagen. Oder er bringt das Überding, er malt jetzt Venedig und ändert es hinterher in Toronto und durch Übermalung. Das kann ich auch machen, ja? Ach so, mach beides, ich habe Zeit. Okay, also, das heißt, wieder, ne? Was ich mache, ist Fokus. Es ist echt richtig, richtig gut, dass man von vornherein. Muss ich ein bisschen Malmittel geben, weil es einfach zu grob ist. Aber. Also ich bin jetzt nicht davon ausgegangen. Ich wollte euch das zeigen. Ich mache jetzt die ganze Figur, die mache ich jetzt dunkler, weil ich das dann so machen möchte, dass ich. Aber ich glaube, ich habe das jetzt irgendwie. Wo habe ich jetzt den Boden hin? Ich habe ihn irgendwie zu niedrig. Chuck, Chuck, ich habe mich irgendwie verzeichnet. Das Coole an dem Untergrund ist. Der ist ja viel zu groß. Ne? Also das heißt, schwarz, dunkelster, ne? Und dann habe ich hier den hellsten. Ne? Den mache ich jetzt auch mal rein.
Wobei aber da das dann so ist, dass ich diese zwei Tonwerte habe. Sprich, ich habe jetzt erst einmal den hier und das mache ich jetzt mal ganz brutal. Wobei das, mein Ton ist da jetzt auch ein bisschen zu hellgrau, als dass man das sehen könnte. Und der stimmt jetzt auch schon in der Hinsicht. Ne? Also das heißt, ich habe jetzt schon mal zwei Tonwerte. Na? Und dann kommt der nächste. Ich mache das jetzt wirklich halt Tempo, damit ich das alles noch schaffen kann. Tschuk. Und ich mache das auch so, dass ich dann meine Farben auch eher so reinschummer. Also ich tue es jetzt nicht ordentlich ausmalen. Ne? Und jetzt kann ich das natürlich machen. Ich habe jetzt diese 5 Tonwerte, weil das hat die Rita vorhin gefragt. Ne? Und dementsprechend kann ich eben mit diesen 5 Tonwerten jetzt eigentlich auch arbeiten. Ne? Ich hab da irgendwie echt ein Problem, weil ich es irgendwie nicht gescheit gezeichnet habe, wo das unten aufhört. Aber das werde ich jetzt gleich klären. Also wichtig ist, dass ihr, wenn ihr euer Motiv habt, okay, wenn ihr euer Motiv habt, dann müsst ihr euch überlegen, wie ihr das möglichst vereinfachen könnt. Also mit eben, dass ihr euch auf 4 bis 5 Tonwerte festlegt. Ja. Das war es dann eigentlich schon. Also das heißt, ich könnte jetzt dann natürlich noch so ein paar Spielereien machen und dann wäre hier das dann noch und so, ne? Da ist. Aber ich nehme jetzt auch den größeren Pinsel für die helle Farbe. Und das könnt ihr echt probieren, dass ihr euch Motive raussucht. Und versucht innerhalb kurzer Zeit dieses Motiv so einfach wie möglich zu malen. Erbsenzählerei ist genau meine Herausforderung. Okay. Ja, wobei, Sascha, du hast jetzt gerade geschrieben, wenn man die Wandflecken mitmalt, da ist es so, dass es in Schwarz-Weiß echt richtig hinterhältig ist, weil natürlich man das nicht differenzieren kann. In Farbe, ich würde das in Farbe auch so machen, dass ich den gleichen Tonwert da hinten habe. Also auch wenn man jetzt denkt, das ist jetzt heller, würde ich es vielleicht ein bisschen heller machen. Aber also, das ist jetzt echt wirklich, das ist genau jetzt dieser Punkt, wo ihr euch fragen könnt, wie detailliert gehe ich da jetzt vor? Und das mache ich mal so, dass ich einmal nochmal durchgeht durch das Bild, nur um meine Formen auszuputzen. Und bleib bei diesen Tonwerten. Und das Geniale bei der Ölfarbe ist das, also ihr seht jetzt eigentlich auch das, wo sie das Scheinen anfängt, where it shines, nämlich im Hinblick darauf, dass man, sobald man dann einmal drauf geht oder eben dann nochmal drauf geht und die Flächen aneinander stoßen, dann kann man es gar nicht vermeiden, dass sich die Farben vermischen. Und das ist etwas, was man ausnützeln kann.
Stefan, kannst du das mal mit einer einfachen App demonstrieren, das Einstellen der Tonwerte? Das Einstellen der Tonwerte? Was heißt das? Kannst du es noch mal ein bisschen genauer formulieren? Was heißt mit der App? Was ich vorhin gesagt habe mit dem Smartphone? Das kann ich dann noch mal kurz machen, ja? So. Soda. Sascha. Okay. Austin Powers Bösewicht imitierend ausnützeln. Jawohl. Da habe ich zum Beispiel hier die andere Farbe jetzt ignoriert. Aber ihr seht jetzt schon, wenn ich das Ganze eben... So mal, dann... Dann schaut es schon echt um einiges realistischer aus. Ups, das war jetzt blöd. Hätte ich gar nicht gebraucht. Jetzt nehme ich noch das hier. Das heißt, ihr müsst nur erkennen, wo ihr dann die Tonwerte hinmalen könntet, solltet, müsstet. Jupp, jupp, jupp. Ja. Weil das wäre dann auch so die Sache, dass ich jetzt sogar eigentlich ein bisschen Atmosphäre und ein bisschen knuspriger gestalten kann. Dass es eigentlich auch schon auch in die Richtung geht, wo es hingehen sollte. Also das heißt, ich kann es schon andeuten, wenn mir das jetzt ein bisschen zu öd ist. Also ich mache das dann, weil es einfach Spaß macht, weil es mir einfach Spaß macht. Ne? Genau. Und nächste Farbe. Chuck, mal jetzt nochmal das hier. Sobald ich Sticker drauf mal, wird auch die Farbe, schaut die Farbe viel besser aus. Da ist da nochmal rein mal. Ja. Und also ihr seht, das Ganze ist jetzt so, dass es natürlich schon auch richtig lustig ist. Also es macht wirklich ziemlich viel Spaß im Hinblick darauf, dass man einfach mal ein bisschen lockerer wird. Ne? Dass man nett ein Bild zu Ende malt. Aber wiederum, ich weiß das natürlich auch aufgrund der Kurse, dass natürlich alle sich natürlich immer wieder dann auch gerne mal einen abfrickeln, sobald es ins Detail geht. Ne? Na? Das heißt, das zum Beispiel, ne? Das ist ein falscher Tonwert. Seht ihr das? Das funktioniert überhaupt nicht. Das zerhaut man total den Schatten. Also das ist total unglaubwürdig, weil das ist dieser Ton ist das hier. Der da. Ne? Und dementsprechend muss ich da trotzdem diesen Ton hier drin haben. Das heißt, diese Helligkeit kann nur einfach ein Ticken heller sein, dass sie ein bisschen differenzierter ist. Aber dadurch zerstöre ich einfach schon den Tonwert. Ne? Also, das ist es. Warte mal, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Viertelstunde ungefähr, ne? Oder? 10 Minuten, Viertelstunde? Habt ihr Hochrechnungen? Hochrechnungen, dann fahre ich vorbei. Was? Das Arge ist, dass Stefan noch ein paar Minuten schon wieder fertig mit der schwierigen Wand ist.
Ja, genau. Ich muss es noch ausnutzen. Also in dem Fall trinke ich noch was. Ich gebe euch mal meinen Zuckergoscherl wieder. Dann fahre ich vorbei und kippe mir etwas Pico Rosso ins Glas. Viele Prozent lustiger und länger wird's. Pico Rosso, was ist denn das? Keine Ahnung, kenne ich nicht mal. In Farbe ist die Wand noch viel lustiger zu malen. Weil dann kann man nämlich in Farbtemperaturen abwechseln. Das ist so die Geschichte. Farbskizzen, grob reicht doch. Ja, also das ist so, das sind einfach wirklich Tonwertskizzen, die wirklich so einfach wie möglich zu malen sind. Also das ist so. Also und weil es einfach so schön ist. Also ich mache jetzt diese Scheune, ups, da die Scheune mache ich nicht. Auf vielfachen Wunsch, also dass ich mich dann am Schluss dann auch noch echt wirklich reinquält. Und es ist aber wirklich auch so die Sache, dass es ein bisschen hinterhältig ist, diese Toronto-Geschichte. Ich schalte nochmal um, dass ihr das nochmal sehen könnt hier. Ne? Also, nämlich, ja, Landschaft unten, ja, wo, ja. Also der Schatten, der müsste dann einfach ein bisschen Licht noch reinkriegen. Das ist auch so die Geschichte. Ne? Aber die Tür passt ganz gut und da könnte man auch noch ein bisschen rumfrickeln. Also das ist so, da ist dem Frickeln kein Ende gesetzt. Die Annette fragt, stellst du die Vorlagen in deine Dropbox? Ja, weil ich habe es nämlich glücklicherweise, ich habe es erst am Nachmittag tatsächlich entschieden, was ich alles nehme. Und dadurch war es dann auch so, dass die Optionen dann noch offen waren. Ich kann die gern in die Dropbox reinhauen. Seht ihr die Vorlage? Ja, die sieht man. Genau. Ich muss es nur so, genau, das mal. Wichtig ist ja auch, dass ihr das Format habt. Das ist auch eine Geschichte, die wichtig ist. Dass ihr, also das weiß ich jetzt, das ist quadratisch, aber dass ihr als allererstes immer die Dimension oder die Grundproportion eures Bildes habt. Okay, eine Stunde, 17 Minuten. Ne? Schauen wir mal. Oh, heute ist es echt wirklich, es ist sportiv. Ne? Toronto. Genau, Toronto. Das war echt lustig. Das habe ich nämlich schon gemalt. Also das habe ich besser gesagt vor Ort gemalt. Also das ist jetzt nur das Foto von meinem Motiv. Da waren wir uns aufgebaut, der Andrew und ich, und haben miteinander dort gemalt. Und das ist Waste Disposal, also so Müllabfuhr oder irgend sowas. Und dann kamen die ganzen Arbeiter raus zum Feierabend. Und das war so cool. Weil die sind alle rübergekommen, waren super freundlich, waren total nett und haben alle so Lunchboxen dabei gehabt. Die haben ausgeschaut wie ein kleiner Koffer, also riesig. Dann sind die aber alle in riesengroße, also keine SUVs eingestiegen, sondern Pickups oder irgend sowas. Das war echt völlig unglaublich. Aber die, und dann, wie sie rausgefahren sind aus dem Parkplatz, der war links davon, haben sie uns alle geküsst. Hey, take care. Also das ist einfach so, diese Kanadier sind ultra freundlich. Das ist mir in Wien gar nicht gewohnt. Da haben wir jetzt ein Ei gelegt mit dem hier, ne? Da kann ich die Proportion nicht gescheit beurteilen, wenn ich das drin lasse. Ups. Schauen wir mal, wie das wegzuputzen geht. Yes. Super. So. Niedriger. Chuck. Chuck. Also das heißt, meine Zeichnung ist dann auch so, dass ich grundsätzlich halt, ihr seht es, das ist, ich versuche die Grundlinien eigentlich auch erstmal hinzukriegen. Ne? Und dann haben wir da oben das. Und jetzt ist es, also das ist echt ein relativ hinterhältiges Motiv, weil das eigentlich so ein bisschen so, es hat so viel Detail. Also das heißt, das Detail macht einen fertig, nämlich, ich habe hier diese Linien, also die Gebäude sind klasse, weil das ist Backstein und dann hat man diese Linien in den Fenstern, hat man unheimlich viele Sprossen, dann hat man da noch so einen Absatz. Dieser weiße Mörtel bei den Backsteinen ist auch super. Also es ist natürlich schon so, dass das Bild natürlich zu malen dann relativ schwierig macht. Besser gesagt, schwierig macht es zu ordnen, einfach zu sagen, so, das ist meine Zeichnung. Reicht,
reicht mir. Ich soll nicht faseln, ich muss Tempo machen, ne? So. Und jetzt bei der Landschaftsmalerei ist es auch so, dass ich eigentlich kein Schwarz nehmen würde. Weil ich aber weiß, dass die Farbe sich ein bisschen verquält. Also das heißt, dass da in dem Schwarz immer wieder auch... eine andere Farbe landet, wie sie jetzt schon tut. Chuck. Ist es so, dass ich erst einmal mit dem anfange. Und das nächste ist, also ich versuche erstmal mir einen Plan zu machen, wie ich was anlege. Und das nächste ist dann das hier. Das Weiße. Ne? Und das andere, das ist alles andere, was hell ist. Das ist wirklich hier nur das Weiße und ich habe dann da noch was Weißes. Das brauche ich jetzt noch gar nicht reinmalen. Aber der nächste Schritt ist eben, dass ich dann den Ton habe. Und auch schau, dass ich eben meine Flächen so schnell als möglich zumachen kann. Und hier unterscheidet sich es da in einem Tonwert, aber der Schatten, den... Ups, muss ich mal... Im Schwarz-Weißen habt ihr natürlich auch den großen Vorteil, dass ihr die Farben auch austauschen könnt. Und ihr seht, das ist total wichtig, dass ihr das möglichst einfach auffasst. Da muss ich mir entscheiden, da haut es noch nicht ganz hin. Da werde ich dann zu einem anderen Grauwert dann wechseln. Aber ich mache jetzt mal hier diese Dunkelheiten. Und jetzt geben wir die Farbe aus. Blöde Sache. Aber ich versuche mir immer ein bisschen was von dem Fleck zu behalten, dass ich da das auch problemlos nachmischen kann. Es ist jetzt nicht wahnsinnig schwer, diese ganze Geschichte. Ui, falscher Fleck. So, und dann habe ich das hier. Ja. Das, das, da, da. Also das wäre jetzt eigentlich so die super einfache Geschichte, wobei ich aber jetzt noch ein paar Grauwerte zur Verfügung habe, die ich noch nehmen kann, um das zu differenzieren. Wie zum Beispiel hier. Da. Da. Und auch zum Beispiel, wenn ich hier eine Differenzierung haben will in den Bäumen, da gibt es dann einfach einen Tonwert, der ein bisschen drüber ist. Nämlich auch hier. Das war jetzt ein bisschen blöd, was ich gemacht habe. Nämlich, dass ich da das Helle an das andere Rand gemalt habe. Weil das muss ich da drinnen lassen.
Und ich gehe nochmal auf die Dunkelheiten dann ein. Und dann hier. Größere Dunkelheiten. Da. Da. Also die Schwierigkeit bei dieser ganzen Veranstaltung ist dann tatsächlich natürlich immer zu entscheiden, wie hell oder dunkel ist was. So. Und das Interessante daran ist, dass ihr diese 5 Töne zur Verfügung habt. Und mit den 5 Tönen spielt ihr euch. Und wichtig ist, dass ihr nicht der Versuchung erliegt, das war das Wort, das ich gesucht habe, dann, naja, Sascha, eine Tonwerkstudie von Toronto, Sascha schreibt, deine Tonwerkstudie von Toronto wirkt aufgrund der Farben kühler als die Vorlage. Das ist ja klar, weil man muss auch dazu sagen, dass die, wenn ich Schwarz und Weiß, Elfenbeinschwarz zusammenmische, das habe ich ja schon mal beim Anders Zorn gehabt, dann entsteht ein kaltes Blaugrau. No? Da baue ich das noch. Oi, falsche Farbe. Ja, da bin ich jetzt schlampig. Das sollte ich nicht machen. Ich muss diesen Grauton hier anmischen. Da. Es ist wirklich wichtig, dass ich wieder bei dem lande. Den gleichen, den ich da hatte. Genau. Jetzt. Genau. So. Und diese Studien hier, die sind total wichtig, dass ihr da möglichst das so einfach wie möglich auffasst. Und das Gute daran ist ja auch, dass man immer wieder so, gescheit machen. Also kurz, wo bin ich? Viertelstunde, sehr gut. Schaffe ich. Und dann, wenn ihr natürlich jetzt so bescheuert seid wie ich, dann kann man sich verzetteln. Halt, eine Sache muss ich noch machen. Im Vordergrund noch ein bisschen ausputzen. Die Christine, Verbesserungsvorschlag. Ist die weiße Hauskante oben am Vordergrund immer tatsächlich dunkler als die weiße? Ja. Hier, du meinst, ob diese Kante dunkler ist als diese hier? Ein bisschen, ja. Wobei, na, also da hinten ist ähnlich. Also, ja, das ist jetzt das Feintuning, das ich machen kann. Kurz, ich muss mal nur in den Vordergrund machen. Das korrigiere ich da jetzt. Wenn es dich glücklich macht oder so, ich möchte, dass du gut schlafen kannst heute. Dementsprechend schaue ich, dass ich das jetzt. Aber hier zum Beispiel, diese Flächen hier, die sind super. Also ich mag solche, darum habe ich es auch so fotografiert, ehrlich gesagt. Also ich mag diese Flächen, wo erstmal Ruhe in der Komposition ist. Und dann ist es wichtig, dass man zum Beispiel dann solche Halbtöne dann so
so in der Richtung, in der Perspektive dann reinsetzt, ne? damit die Räumlichkeit dann angedeutet wird. Also, das heißt, ich mache es jetzt ein bisschen heller. Also hier, ja, weil das wäre ungefähr der gleiche Ton im Endeffekt. Ich muss trotzdem nochmal in den rein. Ups. Ihr merkt, schnell und gut geht nie zusammen. Ne? Das ist wirklich wichtig. Also, man kann natürlich dann echt auch so also schönes. Da wäre dann halt noch irgendwie so das, was es dann auch ausmacht, ist dann auch manchmal so solche Geschichten, dass man ne, sowas hat, ne? Was dann, ja, kann man sie natürlich endlos spielen, also das ist auch klar. Aber das wollte ich eigentlich euch gar nicht zeigen mit dem, dass man sich dann total verzettelt, ne? Ups. Weil, das wollte ich. Ja, aber das ist weg damit, weg damit, weg damit. Das killt mein Bild. Das macht's schwächer. Sobald ihr anfangt, eure Flächen zu zerhacken, ist es so, dass es eigentlich euer Bild schwächer wird. So. Ja. So, okay, 17 Minuten waren es, oder 16, Chakalaka, das ist die Vorgabe, wenn ihr länger braucht, seid ihr Loser. Schaut es euch nochmal an, nämlich auch so, dass da jetzt auch mal die ganzen Bilder zusammen seht, drei Bilder, ich hatte mal eigentlich drei vorgenommen und habe drei geschafft. Und es ist aber so, dass es total wichtig ist eben diese, oh ja, das sieht man echt gut auf der, ich habe es jetzt die ganze Zeit nicht angeschaut, das ist immer fatal. Ich habe jetzt auch das hier habe ich ein bisschen verstärkt gehabt, also vom Tonwert her, weil ich da meinen Fokus haben will, dass es dann da in das Ganze dann reingeht. Also das ist so die Geschichte, ne? Und also ich kann euch das nur nahelegen, dass wenn ihr ein Bild macht, dass ihr eine kleine Tonwertstudie macht. Und diese kleine Tonwertstudie, die könnt ihr mit Ölfarben machen, die könnt ihr aber auch mit Bleistift machen. Wichtig ist, dass ein weicher Bleistift ist und dass es klein ist. Man nennt es dann auch Daumennagelskizze. Und bei dieser Daumennagelskizze geht es nicht ums Detail. Es geht nicht um Augen, Nase, Mund oder irgendwelche Strukturen oder Backsteine oder das Ganze, sondern es geht um das große tonale Gefüge. Das ist eine Geschichte, ne? Onkel Nü wird hochmütig, Verräter, Schweine, Loser. Ja, das ist einfach so. Weil das ist so, man muss einfach sich ein bisschen fordern. Ne? Und in dem Fall fordere ich euch heraus, kann man sagen. Erinnerung, drückt bitte auf den grauen Daumen und macht den blau. Jawohl. Aber Sascha, ich glaube, das Ding ist, dass viele dann in dem Chat sind, die das dann lesen oder so. Ne? Die schauen dann einfach nur dazu. Ich habe früher noch Fotolabor gemacht, aber nur schwarz-weiß. Ich mag Tonwert und schwarz-weiß. Interessanterweise stehe ich null auf Schwarz-Weiß-Fotografie. Weil, das ist jetzt echt ein bisschen kühn und das wird jetzt gefährlich, was ich jetzt gleich sage, aber natürlich, die Schwarz-Weiß-Fotografie ist die künstlerische Fotografie, schon seit jeher. Es ist aber meiner Meinung nach um Vielfaches schwerer, mit Farbe umzugehen. Und das sehe ich auch so. Und für mich ist es auch so, dass aufgrund dessen ich so viel in der Richtung gearbeitet habe, dass ich mich um die Tonwerte gekümmert habe, dass ich mich bemühe,
Oder besser gesagt, ich habe wirklich halt auch mit der Plein Air Malerei geht es darum, dieses tonale Gefüge als allererstes reinzusetzen. Die Farben sind gar nicht so wichtig. Wenn ihr zum Beispiel die richtigen Tonwerte habt und tauscht die Farben aus, wird das Bild immer noch funktionieren. Und dementsprechend, ich kann das echt irgendwann mal machen, dass ich wirklich total dass ich einfach die Farben mal austausche und völlig andere Farben reinmal. Wenn die Tonwerte stimmen, funktioniert es räumlich. Ist es einfach so, ne? Gibt es noch was anderes? Das werde ich nun, die Nora schreibt, das werde ich nun ausprobieren. Zeichnung, dann Tonwertstudien, Öl, dann buntes Bild. Ja, also das ist, das vor allen Dingen, mir hilft es dann immer, auch wenn ich mich schon in Schwarz-Weiß eingegroovt habe oder eine Zeichnung habe, dann hilft mir das natürlich dann später beim großen Bild, dass ich dann nicht zu arg an allen Fronten kämpfen muss. Ist natürlich der große Vorteil, ne? Ui, der Dietmar ist auch dabei. Dietmar, Grüße nach Hannover. Freut mich für das genial, danke fürs genial gelungene tonale Gefüge. Ja, ne? Wie mein Freund Frank Zappa so schön sagt, seit 17 Jahren spiele ich Gitarre, langsam werde ich besser. Ne? Üben, üben, üben. Norbert Schwiegler, Servus Stefan, leider gerade erst nach Hause gekommen. Oh, du bist aber jetzt ganz schön spät dran, kann man sagen. Aber man kann es ja nachschauen, ne? Heute 22:45 Uhr auf BR kommen wir über Frauen in der Kunst. Oh, gut. Guter Tipp. Also ich sag's nochmal. Übrigens heute um 22:45 Uhr, schreibt die Rita, im Bayerischen Rundfunk kommt ein Bericht über Frauen in der Kunst. Ich wurde nämlich jetzt auch vor kurzem dann angesprochen, weil das ja schon in den Fragen und Antworten nochmal auf mich zukam, ob ich Künstlerinnen weiß. Und ich werde in der Künstlerbibliothek demnächst mal eine Künstlerin vorstellen, die ziemlich interessant für euch sein könnte, aber ich werde noch nichts verraten. Na, nicht, dass ihr die dann googelt und so, dann ist die ganze Überraschung dahin. Das stimmt so nicht immer. Manche Farbkombi erzeugen ja durch ihre Wirkung Kontraste, die dann nichts mit der Helligkeit zu tun haben. Ja, Abo. Das hat der Abo gesagt. Das stimmt so nicht immer. Manche Farbkombi erzeugen ja durch ihre Wirkung Kontraste, die dann nichts mit der Helligkeit zu tun haben. Da hast du wohl recht, denn die Impressionisten haben das gemacht. Also der Manet hat zum Beispiel, der Monet hat Bilder gemacht mit 3 Tonwerten, die alle im Hellgrau-Bereich sich aufgehalten haben und die haben eine irre räumliche Wirkung über die Farbkontraste. Und das sind 2 Sachen, die ineinander greifen, nämlich, dass ich unheimlich viel Räumlichkeit über Farbtemperaturwechsel hinkriegen kann und kann mir einen Tonwertwechsel sparen. Aber es ist trotzdem so, dass es wichtig ist, das ist erstmal das Gerüst. Wenn man an die Farbe geht, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Also, oder besser gesagt, das, was da drauf aufbaut. Also insofern stimmt es natürlich, hast du vollkommen recht. Ja. Dann gibt es schon am Verabschieden, so geht es noch nicht, ihr könnt noch nicht abhauen. Ne? Das geht nicht. So nicht. Also ich bin noch in Spielfilmlänge. Also ich habe es in letzter Zeit geschafft, immer irgendwie 1:40 irgendwie zu machen. Denn es gibt auch noch, es gibt noch 2 Streams. Was ich ganz gut fände, wäre, wenn ihr mir dann in die Kommentare schreibt. Schreibt es jetzt nicht bitte in den Kommentar rein, sondern später in den Video-Kommentar, weil dann kann ich es nämlich auch sehen. Weil ich habe 2 Themen zur Verfügung. Das eine wurde mir auch vorgeschlagen, was ich irgendwie aus den Augen verloren hatte, nämlich dieses Schminkemedium W oder so, ne? Wo man normale Ölfarben dann in wasservermalbare umbauen kann. Das ist noch am Programm, was ich machen möchte. Und das andere ist, was ich eigentlich auch schon hier jetzt angesprochen habe, dass ich einen ganzen Stream mache nur über Kanten. Also wie man mit Kanten in seinem Bild umgeht. Harte Kanten, halbharte, weiche, verlorene Kanten und solche Sachen. Das heißt, ihr könnt schreiben, was ihr nächste Woche sehen wollt. Also das heißt, entweder, dass ich einen Stream mache über Kanten oder über dieses Medium W von Schminke, wo ich normale Ölfarben dann in wasservermalbare umwandle. Sagt mir da Bescheid, schreibt es dann einfach mal in die Kommentare rein. Ansonsten, 17.03. ist dann der nächste Stream. Da werden wir dann fast zum Einjährigen kommen, ne? Also was soll ich noch mehr machen als Wodka Tonic trinken? Und als besonderes Schmankerl, das habe ich schon auch angekündigt, am 19.03. in meiner Künstlerbibliothek wird es ein Gespräch mit Andrew James Judd und Stefan Gerd Nützel geben. Und da werden wir das umdrehen. Das letzte Mal habe ich ihn vorgestellt und er wird umgekehrt in diesem Stream mich dann interviewen. Und ja, und da werden wir dann mal schauen, was dann dabei rauskommt. Kanten, Kanten. Okay, sie geben sich die Kante.
ist das Medium nicht so teuer, dass man nicht gleich Wasservermahlbare kaufen kann? Nee, das weiß ich nicht ganz genau. So teuer ist das W-Medium nicht. Also weil der Norbert Bertoldi, der heute nicht im Stream ist oder im Chat, der propagiert es ziemlich. Also da gibt es ein paar, die das verwenden. Also, und drum werde ich mich mal daran wagen. Ne? Kanten, 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 toll, Kanten. Okay, mal schauen, wie die Tendenz ist. In diesem Sinne würde ich sagen, freue ich mich, dass ihr zu zahlreich dabei wart. Ich sehe es gerade eben auch, dass wir echt noch 87 Zuschauer sind. Also ganz tippitoppi. Denkt dran, ne? Liken, kommentieren. Und wenn ihr das erste Mal oder derjenige, der das erste Mal da ist und ihr weitere Informationen haben wollt, wann ich dann immer was mache, wenn ihr mein Abo dalasst, freue ich mich auch drüber. Ansonsten, Kanten mit Medium W. Auch gut, sagt der Apo. Ich bringe einen Champagner mit, sagt die Vera, obwohl ich ja noch nicht so lange dabei bin. Gilt, das ist doch klar, du kannst dich mit Alkohol einkaufen. Das ist doch kein Thema, ne? Ja, super. Ja, also Bernd Gleisner, mein Name ist falsch geschrieben, Stefan Gerd mit einem harten T. Ist ein bisschen komisch, ne? Aber so ist es, ne? Das ist der Name meines Onkels gewesen. In diesem Sinne, Alice, sweet dreams to you. Sweet dreams are made of this. Und warum nicht beides vereinen? Okay, das kann ich auch machen. Das ist, Apo, du hast echt immer gute Ideen, muss man ehrlich sagen. Auch nicht schlecht. Also ich werde es mal im Herzen bewegen, ansonsten wird dieser Stream jetzt sein Ende finden und ich freue mich natürlich, euch im nächsten Film wiederzusehen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, bleibt lustig und macht was. Na? Schwarz-Weiß-Studien, tonale Studien, zicki-zacki. Also, bis dann. Ciao.